kein Wachstum in Deutschland? Robert Habeck würde sagen, das Wachstum ist nicht weg. Es ist jetzt nur woanders, nämlich bei der Schwarzarbeit. In 3 Jahren stieg die Schwarzarbeit in Deutschland um sage und schreibe 40%. Was das mit dem Mindestlohn und dem eingeführten Bürgergeld zu tun hat, erfährst du heute in diesem Video und damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, wird es hier schleunigst Zeit. Wir sind auf dem besten Wege zu den 100.000. Sei nicht derjenige, der der Letzte ist, der zu diesem Kanal dazustößt. Aber wir kommen zurück zum Thema. Deutschland ist zu einem sozialistischen Staat verkommen. Die Auswirkungen, sie sind immer krasser sichtbar für jeden. Auch für Leute, die von Wirtschaft weniger Ahnung haben, haben sie doch verstanden, dass wenn man in diesem Lande Bürgergeld empfängt, man ist ja Empfänger des Bürgergeldes, welche Blicke man im Ausland entgegengeworfen bekommt, wenn man ihnen versucht, Bürgergeld zu erklären. Eine wirklich lustige Geschichte, Bürgergeld im Ausland zu erklären, dass es vor allem auch Bürger kriegen, die noch nie eingezahlt haben. Aber es gibt jetzt hier nach dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung neueste Zahlen zur Schwarzarbeit in Deutschland. Und das ist mal ein Zeugnis für die Ampelregierung. Es ist zwischen 2021 und 2024, also jetzt dem aktuellsten, was man messen kann, um sage und schreibe 40% gestiegen. Falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, wir reden hier über 481 Milliarden Euro, die in der Wertschöpfung stattfinden, allerdings ohne dass das in der Realwirtschaft normale Beschäftigungsverhältnisse sind. Das heißt, 481 Milliarden Euro laufen durch den Wirtschaftskreislauf ohne Mehrwertsteuer, ohne Einkommenssteuer und so weiter, ohne Sozialversicherung. Natürlich kommt das Geld am Ende wieder an, denn diese 481 Milliarden Euro, die hier quasi schwarz, ja, den Besitzer wechseln, gehen danach dann in den Wirtschaftskreislauf ein. Also der Staat ist bei einer Runde des Abkassierens nicht dabei, aber bei jeder weiteren Runde, wenn das Geld im normalen Wirtschaftskreislauf Teil des Geschäftslebens wird, zahlt dann doch jeder Steuern auf dieses Geld. Um das mal in Relation zu unserer Wirtschaftskraft zu setzen, die bei knapp über 4.000 Milliarden Euro pro Jahr liegt, das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, dann beträgt hier das Volumen der Schwarzarbeit 11,5% der Wirtschaftsleistung. Und wenn wir das auch tatsächlich gehabt hätten, wäre Deutschland wirtschaftlich nicht so abgestiegen, wo wir jetzt sind, mit Negativwachstum, also mit Schrumpfung oder mit Nullwachstum, technische Rezession, Rezession, es geht nicht vorwärts, aber die Schwarzarbeit, sie blüht in diesem Land, 40% Zunahme in 3 Jahren, das erinnert mich an die Kriminalitätsstatistik und gewisse tatverdächtigen Gruppen, dort gibt es auch Steigerungen, die sind jenseits von Gut und Böse. Aber die Politik, sie möchte natürlich nicht hören, dass sie selbst dafür verantwortlich sind. Es kam schon mit der Einführung des Mindestlohnes, wo es dann, also da sind dann viele Leute zwar besser bezahlt worden, aber dennoch teilweise dann schwarz bezahlt worden. Bestes Beispiel, es gab jemanden, der hatte einen 450-Euro-Job, wie es noch 450 Euro waren. Ich weiß, inzwischen sind das 538. Und er hat eine gewisse Anzahl an Stunden gearbeitet zu einem gewissen Lohn. Dann kam der Gesetzgeber und führte hier den Mindestlohn ein. Und auf einmal konnte er für 450 Euro nur noch wenige Stunden arbeiten, weil er ja mehr Lohn pro Stunde erhalten hat. Allerdings ist der Zuverdienst über 450 Euro hinaus dann oft unter der Hand auch schwarz bezahlt worden. Aber Politiker können nicht rechnen. Auch das stetige Anheben des Mindestlohnes und der damit nicht angehobenen ganzen steuerlichen relevanten Aspekte, wie zum Beispiel diese Minijobgrenze. Man hat dann jahrelang den Mindestlohn angehoben und die Leute haben fürs gleiche Geld immer weniger Stunden gearbeitet. Aber der Arbeitgeber brauchte, um die gleiche Anzahl an Stunden abarbeiten zu lassen, einfach mehr Mitarbeiter. Daher kommt auch dieser Beschäftigungsrekord. Es ist in diesem Lande völlig normal, dass du mit einem Teilzeitjob beim Amt Bürgergeld aufstocken kannst. Das Amt kann einen nicht dazu zwingen, eine Vollzeitstelle anzunehmen, denn es gibt überhaupt keinen Arbeitszwang. Wenn du also Lust hast, weniger zu arbeiten, kannst du dir den Rest beim Jobcenter holen. Bürgergeld macht es möglich. Und genau das erleben wir jetzt hier. Das sozialistische Traumschloss des
bedingungslosen Grundeinkommens, so kann man das Bürgergeld inzwischen betrachten, es zerplatzt langsam. Ständig muss Hubertus Heil neue Haushaltsmittel auftreiben, um die gestiegenen Kosten zu bezahlen. Denn die ursprünglich prognostizierten Kosten werden jeden Monat gerissen. Es gab dann auch jetzt zuletzt im Januar die 12-prozentige Erhöhung des Bürgergeldes, die völlig wahnsinnig ist, die absolut völlig wahnsinnig ist. Es gibt jetzt hier auch Zahlen von Februar 2024. Wie viel Haushaltsbudget wird denn pro Regelleistungsbedarfgemeinschaft bezahlt? Das sind jetzt allerdings verallgemeinerte Angaben. So ist es hier dann so quasi, dass der Gesamtbedarf an Bürgergeld in dem Single-Haushalt bei 967 Euro liegt. Davon sind 402 Euro Kosten für die Unterkunft. Dann gibt es noch verfügbares Einkommen und es gibt dann den Regelsatz, auf den er Anspruch hat. Allerdings sind Single-Haushalte völlig irrelevant. Single-Haushalte haben definitiv mehr, wenn sie im Mindestlohn arbeiten, anstatt im Bürgergeld zu verweilen. Interessant wird es doch jetzt erst hier bei Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Ja, diesem Vorurteil, was wir alle haben, wird hier offenbart. Es gibt jetzt hier den Musterfall Partner Bedarfsgemeinschaft mit Kindern. Es ist nicht klar, wie viele Kinder, sondern das ist verallgemeinert und dennoch sind die Zahlen immens krass. Es gibt für die Bedarfsgemeinschaft mit Kindern erstmal 891 Euro Kosten für die Unterkunft. Wohlgemerkt, das ist Kaltmiete, ja? Strom und so weiter kommt noch extra obendrauf. Es gibt jetzt hier auch ein anzurechnendes Einkommen von 960 Euro im Schnitt, also da gibt es dann welche, die arbeiten dazu, wie ich euch das gesagt habe, bisschen Teilzeit hier, bisschen Teilzeit da. Der Zahlungsanspruch, ja, der Zahlungsanspruch, ja, sind aber 1868 Euro für die durchschnittliche Bedarfsgemeinschaft mit Kindern. Das kann dann mit einem Kind sein, mit fünfen ist es dann entsprechend mehr. Wie gesagt, das ist der durchschnittliche Satz. Und da dürft ihr nicht vergessen, die Kosten für die Unterkunft, die sind ja schon bezahlt. Das heißt, der Bedarf an der Gesamtregelleistung, der Gesamtbedarf, was das an Bürgergeld kostet, sind 2828 Euro im Monat. Leute, und das ist ja für die Netto, ja? Die zahlen davon die Miete und den Rest kriegen die Cash auf das Konto. Das ist ein Haushaltsbudget, wenn man das so möchte, von 3000 Euro. Für eine Bedarfsgemeinschaft mit Kindern im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Natürlich gibt es dann welche, die haben weniger und welche, die haben mehr. Das sind allerdings die Zahlen von Februar diesen Jahres für das Bürgergeld für die Regelleistungsbedarfgemeinschaft mit Kindern. Es ist phänomenal. 3000 Euro einfach dafür, dass man faul auf der Haut zu Hause rumliegt, nichts machen möchte. Und wie viele von diesen Familien gibt es? Oh, von denen gibt es sehr viele. Wirklich, wirklich sehr viele. Und die gehen dann auch noch Schwarzarbeiten, ja, hätte ja auch niemand kommen sehen, nein. Hat auch niemand in der Anhörung im Bundestag davor gewarnt, nein. Es waren eine Handvoll Experten, die genau davor gewarnt haben. Die Union wurde als rechter Populistenverein dargestellt, der AfD hört man gar nicht mehr zu. Wir dürfen nicht vergessen, der Mindestlohn lag 2015 vor 9 Jahren bei 8,50 Euro. Und ist jetzt auf über 12 Euro, jetzt sind wir bei 12,82 Euro, dahin ist er gestiegen. Jetzt überlegt euch mal, ihr kriegt Bürgergeld. Jetzt mal angenommen, ihr geht sogar arbeiten, ja? Ihr macht einen Teilzeitjob, geht Bürgergeld kassieren, die bezahlen euch alles extra. Und dann geht ihr noch Pizza ausfahren. Und das Pizza ausfahren macht ihr dann schwarz unter der Hand und bekommt noch Trinkgeld mit dazu. Hier heißt es nämlich auch von dem Institut für angewandte Wirtschaftsforschung, dass der Anreiz, das Personal schwarz zu beschäftigen, gestiegen sei durch die Erhöhung des Mindestlohnes. Ja, genau, die Experten wissen es. Die besonders gefährdeten, schwarzarbeitsgefährdeten Sektoren sind wie immer das Baugewerbe, die Gastronomie, die Reinigung, wo die Gewinnmargen sowieso oft knapp sind und der Wettbewerbsdruck entsprechend hoch. Die Arbeitgeber stehen dann vor der Wahl, Schwarzarbeit oder Wettbewerbsprobleme. Je mehr Konkurrenten Schwarzarbeit nutzen, desto mehr steigt der Druck auf jedes Unternehmen, auch Schwarzarbeit zu nutzen. Ein Teufelskreis und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, der auch nur das Wort in den Mund nimmt,
dass das etwas mit der Freizügigkeit in Europa zu tun hat, dass wir Billiglöhner quer durch Europa fahren können und somit unsere eigenen Standards unterlaufen. Aber weil das Ganze nicht genug ist, natürlich die Steuern und Abgaben dürfen wir nicht vergessen. Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen oft mehr als 40% oder mehr an Abgaben leisten. Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer bei einigen, dann die Beiträge zur Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Man sieht nur noch Abzüge auf dem Lohnzettel. Es ist inzwischen für jedermann, der ein bisschen rechnen kann, einfach die Konsequenz. Wenn man am unteren Ende des Lohnspektrums arbeitet, sollte man vielleicht einen Teil davon schwarz kassieren und den anderen Teil offiziell vom Amt kassieren. Selbstverständlich ist das dann am Ende vielleicht illegal oder eine Straftat. Das möchte ich nicht unterstützen. Allerdings kann man den Gedankengang der Leute durchaus verstehen, warum sie das hier machen. Das Steigen der Schattenwirtschaft, das sehen wir in jedem sozialistischen Regime. Schaut mal nach Venezuela. Es ist unfassbar. Oder schaut doch alleine mal nach Italien, wobei die jetzt nicht so sozialistisch sind, wie wir das hier anscheinend werden wollen. In Italien, da gibt es auch schwarze Kassen, Schwarzarbeit und so weiter und so fort. Aber in Italien fährt die Polizia, die Finanza, das Finanzamt, mit Schusswaffen rum. So weit ist es in Italien schon gekommen. Bist auch du schon im Bürgergeld? Bist auch du schon lukrativ dabei, mehrere Einkommensquellen für deinen Lebensunterhalt zu erschließen? Meine Haupteinkommensquelle ist inzwischen hier YouTube geworden, also somit ein amerikanisches Börsenunternehmen. Für alle die, die immer sagen, ich verbreite Russenpropaganda, bezahlt werde ich vom Yankee, für alle die wissen, was ich meine. Es ist inzwischen in Deutschland gang und gäbe. Man schaut, dass man sich selbst der Nächste ist, wie kriegt man das meiste Geld in seine Tasche. Und da Deutschland bereit ist, das Geld mit vollen Händen jedem hinterherzuwerfen, wer nur die richtigen Worte sagt, so sagen die Deutschen inzwischen Bürgergeld, Bürgergeld. Andere sagen andere Worte, ihr wisst genau, was ich meine. Und deswegen abonniert den Kanal, bleibt dran, es wird spannend. Wir wachsen stetig weiter. Die Politik ist völlig wahnsinnig. Den Kopf lassen Sie morgens immer auf dem Nachttisch liegen. Ich bin gespannt, wann Sie uns jetzt endlich mal reinen Wein einschenken wollen, dass die Zahl der Bürgergeldempfänger schon wieder gestiegen ist. Und es wird weiter steigen, denn niemand hat mehr Lust, in diesem Lande für diesen Wahnsinn arbeiten zu gehen. Okay, falsch, ich gehe ja auch noch arbeiten. Für alle, die finden, dass YouTube Arbeit ist, für die arbeite ich, ja. Und ich zahle auch heftigste Steuern darauf. Kann ich ja am Ende des Jahres mal ein Video machen. Wie viele tausend Bürgergeldempfänger ich mit meinen Steuern am Ende eventuell finanziert habe? Oder sind es nur 10 oder doch mehrere 100? Das wissen wir immer erst am Ende des Jahres, denn Dezember ist der beste Monat für den Umsatz im Geschäft. Und dann können wir unsere Steuerlast berechnen, die auf jeden Fall ziemlich nahe bei 50% liegt. Ich sehe, was ich jeden Monat an das Finanzamt abtreten darf. Da war die Krankenkasse noch gar nicht bei mir. Ich bin gespannt auf deine Meinung, deswegen abonniere den Kanal, bleibe dran und damit ciao, bis bald.